Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Raber von Kalle den Ultra Mapper. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die letzte Balle. Oh, ein Segen. Sehr ruhig, ein Segen, ey, das war ja ein Drama hier, du. Ja, ganz ehrlich, also. Puh. Silage brauchen wir uns, glaube ich, erstmal keine Sorgen mehr machen. Das Problem ist, es unterzubringen. Da ist alles voll. Da habe ich schon einen ganzen Teil hingestapelt. Jetzt habe ich schon einen ganzen Teil beim Nachbarn an der Ecke gestapelt. Dass das mal hier Geschichte ist. Also das Ding ist ein Top-Teil hier, ne? Kann ich nur empfehlen. Kann ich immer wieder sagen, aber es dauert auch, ne? Also da musst du Zeit mitbringen. Ja, wenn du nicht weit fahren musst, kannst du die Silageballen direkt zum Hof bringen, ne? Also das kannst du sagen. Ne? Wird auch schneller gehen. Wenn du sie einfach da liegen lässt, wo du sie gewickelt hast. Ja, muss man sich auch nichts vormachen. Aber ich habe sie jetzt halt alle hier hin und her gefahren, habe sie hier hingelegt, da hingelegt. Den Rest legen wir jetzt nur hier in die letzte. Also mir gefällt das richtig gut mit dem Ding. Aber müssen wir uns nichts vormachen, da hat auch einen ganzen Schlag gegeben hier, ne? Hier im Hof liegen 2, 4, 6, 10. 10, ja. Hier steht alles im Weg, ja. Habe ich ja auch gut hingestellt, ne? Kein Problem für uns, ne? Sehen wir ihm zu, dass wir das Teil irgendwie eben kurz an der Seite gestellt kriegen. Weil wir müssen heute pressen noch. Ja, das ist so Tagesziel heute noch, ne? Neu pressen. Gucken, ob wir dann noch anfangen, das wegzuräumen. Das weiß ich noch nicht. Irgendwie stehe ich hier shit drin, ne? Hier sagt man nichts, ich sag ja auch gar nichts mehr. Ist heute nicht so mein Tag. Ich glaube, ich war gestern zu lange auf. Das haben wir. Hopfen wir hier rein. Und machen das mal fertig, ne? Dann ist das nämlich auch Geschichte. Jetzt ist Svenny auch froh. Und kann sich des Lebens freuen. So, müssen wir wieder richtig hinsetzen. Runter ist ja, ne? Sonst wird ja auch nichts drin kommen. Das Heu fix gepresst, ja, und dann müssen wir so eine Kalkorgie eigentlich noch machen, ne? Das wäre schon schickifini, wenn wir das noch erledigt kriegen würden. Dann können wir so gucken, ob wir noch ein bisschen Gülle fahren. Ja, Gülle fahren müssen wir auf jeden Fall noch, ne? Also, puh, schwierig. Aber sehen sollten wir auch noch. Wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch immer eine Zeitfrage. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich jetzt schon zu weit gefahren bin. Oder doch noch nicht so weit. Der ist cool, der Maxim, ne? Ey, die Dudes sind ja einen richtig genialen Stoff, ne? Genau wie Lars, ne? Vielleicht sollten die beide mal zusammen hier. Ohne einen raushauen. Das wäre aber knapp, ne? Der Lars hat ja noch neue ERCs gemoddet, ne? So alte. Kenne ich gar nicht. Also das Modell kenne ich nicht. Bin ja ganz ehrlich. Schickram! Stelle merken und waschen, Svenny. Ja, beim nächsten Mal, wa? Abflug. Fertig kriegen die. Ich sehe nichts, ne? Und dann sitzt es nicht immer so schön. Ja, Uwe, jetzt streuen er auch schon wieder bei dieser Runde. Den ist auch langweilig. So ist das, ne?
Na, guck mal. Oh, danke, danke. Ist eigentlich eine coole Sache, dieses automatische Speichern. Ich war da erst gar kein Freund von. Und nachdem wir auf der Frühlinie dann anderthalb Spielstunden flöten gegangen sind, seitdem bin ich dann großer Freund von. Sagen wir, wie es ist. Das war nicht so lustig. Komisch gelegt. Weiß der Himmel, warum das so ist? Ich habe keinen Plan, ich bin ganz ehrlich. Aber das kriegen wir hin. Dann sage ich wieder andauernd, ne? Ich habe heute keine Redeflow. Bin ganz ehrlich. Böse Falle. Kopfkratzen immer wichtig. Ist so heutzutage auch mal ab und zu machen, ne? Schon Platz ist eine Presse. So läuft es. Würde ich mal sagen, ne? Okay, heute war aber auch ein Schweinetreiben im ALDI, ne? Okay, wir waren noch ziemlich, nein, das heißt nicht so früh da, aber heute war echt Schweinetreiben im Aldi. Einiges Blech, ne? Ebbe, eine Katze war nix los, das war gut. Hättest du da noch 5 Stunden warten müssen, ne? Nee, ratzi fatzi. War ganz gut. Einkaufen, check, ne? Einkaufen und ein Checkerwagen. Nee, morgen ist ja Feiertag, zumindest hier bei uns in NRW ist auf jeden Fall morgen Feiertag. Ist, glaube ich, nicht überall in Deutschland, ne? Ist halt nicht so. Frohen Leichnam ist doch nicht überall in Deutschland, ne? Tag, wo du nach Niedersachsen einkaufen fahren kannst. Ist ja nicht weit von uns hier. Osnabrück ist ja direkt um die Ecke, kannst du sagen. Ist zwar ein bisschen vorne, aber weit ist nicht. Halbe Stunde bis da. Und mit Zug brauchst du nicht mal eine halbe Stunde. Ja, gute 20 Minuten. Bis zum Bahnhof brauche ich 5 Minuten. Von da her. Läuft der Laden, ne? Wenigstens ist das Ballenwickeln abgeschlossen. Das hat mir schwer im Morgen gelegen, du. Das war aber eine Menge Arbeit, du. Was heißt eine Menge? Hat sich gezogen wie Hulle. Was gehört dazu? Oh, die streuen ja da schon wieder hier über die Wiese. Sute Mäuskes. Ist wendig wie sonst was, ne? Sitzt da im Schwatt da. Nee, nicht da jetzt lang latschen, ich muss da lang fahren.
Reden, konzentrieren, aufpassen ist nicht immer so einfach. Sagen wir, wie es ist. Ja, ist so. Ich bin am Überlegen, was wir da nachmachen. Ey, eigentlich bist du echt erst die Kaltblüte hinterhängen, bevor wir heulen und so. Überlegkiste können wir immer noch mal in Ruhe wegholen, ne? Aber kalten wäre schon wichtig, damit wir dann noch was im Boden gedrückt kriegen. Das wäre schon ganz gut, wenn das diesen Monat noch passieren würde. Versteht ihr? Das ist zumindest gerade meine Denkensweise. Und ich muss auch noch mal auch wieder auf den Server, ne? Heute. Damit ihr da auch mal wieder eine Folge kriegt und so, ne? Und damit die Männer es auch mal wieder weiterkommen. Schwierige Szene manchmal. Ach ja, so ist das im Leben, ne? Irgendwas ist immer. Lass mir irgendwie lang fahren. Damit wir da lang fahren können. Schon cool, dieser Bordcomputer, ne? Ist zwar Zuhammer Gülletechnik, aber du siehst genau, wie viel du hinten drin hast in der Balle, ne? Also schon cool gemacht. Deswegen haben wir in letzter Zeit auch gar nicht mehr hier so ein Dashboard an, ne? Brauchst du aber gar nicht mehr. Du siehst ja alles hier drin. Fast alles mitgekriegt, ne? Na lauf. Ich bin dort redefaul. Schicki vorne. Gibt noch mal so einen riesen Schlagball, ne? Aber das ist eigentlich ist es ja gut, ne? Können wir mit den anderen beiden Wiesen echt planen, was wir damit fabrizieren? Ich weiß es noch nicht. Schneiden wir mir die erst wahrscheinlich. Nächsten Ingame-Tag, wenn wir dazu kommen. Nächsten Ingame-Tag haben wir ja ziemlich viel zu säen und so. Deswegen gucken wir dann. Eine Wiese habe ich gleich noch zu pressen. Die kleine am Hof, ne? Die hätte ich ja auch noch mitgemäht. Und dann haben wir den ganzen Schlachtballen schon. Nun schon. Und der ist hier. Das ist direkt weg. Wollen wir hier nicht mal runterfahren, ne? Wo ist der Plan dahinter? Wir haben Regen gekriegt, ne? Hab ich euch das schon gesagt? Ey, richtig gut. Bei uns war das schon, ja, vor
4 Wochen konntest du nicht mal auf den Acker, um Maisland fertig zu machen. Jetzt war es schon wieder so trocken, dass das Wasser komplett fehlt. Ne? Ey, das ist Teufelskreislauf bei unserem Boden hier. Und kein Nickelsand. Ja, vor allem das Problem ist ja nicht, dass es 4 Wochen... Ja, bei uns ist das Problem, wenn es 4 Wochen nicht regnet, ne? Weil der Boden kann das Wasser nicht speichern. Der hat ja nur eine Wasserkapazität, glaube ich, von 200 noch was an Litern. Das ist halt Sandboden. 280? Ne, 280? Ja, so 280 Liter, genau. So. Schlag mich nicht tot, ich war glaube 280 Liter sind das bei unserem Sandboden. Wenn überhaupt. Stimmt, Lehm war 320 bis 360 und Ton war über 400, ne? So war das. Und unseren Kanickelsand, ne? Wenn dann kein Regen kommt, dann ist natürlich die Wasserkapazität weg. Und gerade jetzt fehlt dir das. Jetzt ist der Mais, muss jetzt kommen, ne? Okay, Getreide kann damit leben, ne? Wahrscheinlich mal einmal zur Abreife so ein Schauer Regen. Es ist gut. Sagen wir, wie es ist. Ist einfach gut. Aber da kannst du noch mit leben, ne? Schickram, ne? Wenn man einmal Landwirt ist, ist man immer Landwirt. Man guckt nach dem Wetter, man macht dies, man das, macht das, ne? Das ist wohl so. Man achtet ja immer drauf. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!